Wie schnell kann man 1 Million Simoleons verdienen? Das findet heute Easy Peasy heraus. Sie ist hier natürlich am Start, aber sie ist hier gerade am Duschen im Regen. Ich lasse sie mal weiter duschen. Ich hoffe, sie hört irgendwann auf, weil sie ist gerade nicht angezogen. Easy, bist du fertig? Ja, sie ist fertig. Wir sind in Del Sol Valley, was eigentlich nicht so gut ist, bemerke ich gerade. Wie kriegen wir jetzt Geld? We need money. Nee, okay, stopp. Ich habe den Timer vergessen. Okay, der Timer ist natürlich wie immer am Start. Hallo, lieber Timer und... Let's go! Ich weiß halt noch immer nicht, wo wir Geld herbekommen sollen. Ah, da kann sie graben. Alles klar. Let's go, Easy. Wühlen kann sie nicht. Das ist nicht so gut. Eine Zeitkapsel. Das sind schon mal 70 Simoleons. Das ist nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr Geld. Vielleicht, wenn sie das hier entwurzelt, die Pflanze entwurzelt, können wir das wegwerfen. Hier, und jetzt könnte sie ja eigentlich rumwühlen. Aber wir können hier auch graben und rumwühlen. Alles klar. Ich glaube, danach sollten wir genug Geld haben. Das heißt, Simoleons, perfekt. Ich glaube, wir brauchen nur 100. Und was hat sie gefunden? Hä? Müll? Sie hat im Müll Müll gefunden. Oh Mann, Easy. Hä? Ich verstehe den Müll hier nicht. Kann sie da gar nichts finden? Nee, ich gebe es auf. Das Begrüßungskomitee brauche ich gerade nicht wirklich. Aber ich platziere schon mal ein Mikrohaus. Also ich platziere kein Haus, aber ein Dach. So, wir haben ein Mikrohaus. Und ich vergesse immer, wie viel das kostet. Dachboden. Where are you? 100. Ich muss mir das mal merken. 100 Simoleons. Es ist nicht schwer. Und man kann schon erkennen, welche Taktik ich verwenden möchte. Und zwar wieder das mit der Deko. Weil ich glaube, das ist so die beste Taktik. Wenn wir dann genug Geld haben, werde ich nochmal was anderes versuchen. Aber ich lasse sie das erstmal machen. Damit wir gut Geld bekommen und ja. Ich habe halt gar keine Ahnung, wie lang diese Folge heute gehen wird. Weil 1 Million Simoleons ist halt wirklich nicht wenig. Ich glaube, ich hatte noch nie 1 Million Simoleons in Sims. Es sieht schon ziemlich gut aus. Was ich noch machen würde, ist Blumen anpflanzen. Haben wir vielleicht hier irgendwo Blumen? Oh no, Easy geht's gar nicht gut. I'm sorry. I'm sorry. Ich bemerke gerade, ich hätte eigentlich die Nachbarn reinbitten sollen in das Haus, das wir nicht haben, weil der Obstkuchen wäre nicht schlecht gewesen. Ich weiß halt nicht, was sie jetzt essen soll. Ja, okay, wir haben danach natürlich viel Geld, dann kaufen wir uns einen Kühlschrank und natürlich den Müllcontainer wieder. Ich ziehe das mit der Deko jetzt so lange durch, bis sie gar nicht mehr kann. Okay, sie hat sich eingepinkelt. Okay, sie ist relativ müde. Und hat bald Hunger. Na, sie hat eigentlich schon Hunger. Ich lasse jetzt das noch machen. Dann verkaufen wir alles. Dann kaufen wir einen Kühlschrank und einen Müllcontainer. Okay, sie ist fertig. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Das könnten jetzt 3000 Simoleons sein oder 20.000. I don't know. Ich planiere auf jeden Fall das Grundstück. Und wir haben, wie viel Geld? 25.945 Simoleons. Boah, das ist krass. Das ist richtig krass. Aber wir sind auch schon fast bei 8 Minuten. Das Mikrohaus steht wieder. Und ich kaufe hier schon mal Sachen wie eine Toilette, eine Dusche. Ein wunderschönes Häuschen. Kaufe ich das teuerste Einzelbett? Ja, mache ich. Mache ich, mache ich, mache ich. So, noch ein Kühlschrank und einen Müllcontainer. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Den Container, ja, ich mache den mal hier hin. Und ich glaube, das sollte so passen. So, sie kann auf jeden Fall hier Sachen machen, damit sie wieder glücklich ist. Und sie hat Hunger. Aber ich lasse sie erstmal schlafen. Boah, die duscht aber sehr lang. Sie wird ohnmächtig. Oh Mann, Easy. Hä? Geh doch schlafen. Oh, was ich vergessen habe. Blumen, da. Blumen, 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 Blumen. Wir brauchen Blumen. Wie viel kostet das? 35? Ja, ein paar kaufen wir. So, ein paar. Und das kann sie dann alles aufmachen, wenn sie wieder wach ist. Oh, was? Ihre Energie ist einfach wieder voll. Also das Bett ist halt krass teuer. Aber es lohnt sich halt echt. Hä, wieso kann sie das nicht öffnen? Oh, wir müssen das alles einzeln anklicken. No. No, 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 no. Ich kann das nicht. Nein, ich kann nicht alle anklicken. Okay, krass. Ich habe es nach einer Minute geschafft. Und wir haben hier Blumen, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Aber das ist gut. Kann sein, dass die dann teuer sind. Ich platziere die einfach mal schnell hier. Boah, das ist überhaupt nicht schnell. Oh Mann, schneller. Nein, ich kann das nicht. Okay, irgendwann habe ich es. Irgendwann, heute. Ich hoffe, die wachsen auch jetzt. Wachsen im Frühling alle Blumen? I don't know. Wahrscheinlich mache ich das hier alles umsonst. Ich hätte safe einfach auf die Blumen klicken können und dann alle anpflanzen oder so. Aber wieso soll ich es mir einfach machen, wenn ich es mir auch schwer machen kann? Das ist auch gut zu wissen, dass wir auch frisches Essen wegwerfen können. Im echten Leben bitte nicht nachmachen, aber in Sims ist das okay, wenn man Geld verdienen möchte. Nur dann ist es okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern wird, bis sie das anpflanzt und bis alles wächst. Wir sind schon bei 14 Minuten. Hä, sie hat gar nicht alle angepflanzt.
What is going on? Easy peasy. Nein! Nee! Nee. Mm-mm. Ich kann die auch nicht wegschicken. Objekt zurücksetzen. Die klaut einfach unseren Müll. Kann die weggehen? Cool. Aber wenigstens redet sie mit Easy, damit eben sozial ein bisschen hochgeht. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, die ist wieder bei unserem Müllcontainer. Ey, wie lange sie dafür braucht? Hä? Wieso dauert das so lang? Fade Umgebung. Ist das ein Feuerwerk oder was ist das? Ich werde nie wieder mit Easy Peasy hier spielen, in Delta Valley. Durchgehend irgendwelche Flugzeuge und irgendein Feuerwerk. Alles bloß Unkraut. Nein, Easy, du magst Gartenarbeit. Sie braucht halt auch so lang. What? Stechpalme. Außerhalb der Saison. No? No. Jetzt hat sie sich wieder eingepinkelt. Ey, wenn das dann am Ende nicht gut Geld bringt, dann war das die reinste Zeitverschwendung. Oh mein Gott, sie hat's fast endlich nach gefühlt 10 Minuten. Wir sind bei 19 Minuten und sie hat's geschafft. Okay, sie hat ein Bett gefunden, alles klar. Also sie muss unbedingt schlafen. Unbedingt. Dann irgendwie 1000 Sachen essen. Okay, was ich hier jetzt mache, ich lasse sie ein paar Mal hier den Joghurt nehmen, aber breche die Aktion dann immer ab, damit eben die Schüssel hier auf dem Boden liegt. Und dann können wir die Schüsseln wegwerfen und jetzt kann sie nach Einrichtung wühlen. Wait, der Herd, was auch immer. Wait, 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 das ist doch ein teurer. Das ist, glaube ich, ein teurer. Ich gucke direkt nach. Oh mein Gott! 13.000 Simoleons. Alles klar, den verkaufe ich. Spelt 430, ja. Ist okay, ist okay. Wir sind bei 28.000 Simoleons nach 21 Minuten. Es ist okay. Ich lasse sie jetzt noch zu Ende rumwühlen und dann verkaufe ich die Sachen. Und danach mache ich weiter mit der Dekobox. Oh, die Pflanzen, die Pflanzen, die Pflanzen. Sie ist fertig und Pflanzen. Alles ernten. Okay, sie hat alles geerntet. Und wie viel Geld machen wir? Geht besser. Ich kaufe mal 10 Stück. Und dann kann sie die wieder anpflanzen. So, und pflanzen. Wie geht's ihr? Nicht gut. Ich lasse sie mal schlafen und dann vielleicht duschen. Duschen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Urgroßvater des Freundes deine... Also wir könnten es ja so machen. Wenn wir auswählen, coole Gepär, dann müssen wir jemanden heiraten. Möchten wir Vladi heiraten? Ja, machen wir. Machen wir. Innerhalb 7 Tage müssen wir Vladi heiraten. Das wird interessant. Ich hoffe, der kommt uns nochmal besuchen. Und jetzt machen wir weiter mit der Dekobox. Oh, stimmt. Die Sachen muss ich verkaufen. 4000. Alles klar. 500, 600, 35. Oh mein Gott. Wir haben das krasse Doppelbett. Für 12.000 Simoleons. Sonst aber nichts Krasses. Schade, schade, schade. Aber wir sind bei 50.000 Simoleons. Das heißt nicht mal in der Nähe von 1 Million. Keine Ahnung, was ich mir bei der Challenge gedacht habe. Let's go. Ich glaube, das wird doch ein bisschen länger dauern als gedacht. Och Mann, easy. Du sollst so wühlen. Okay, dann verkaufe ich die Sachen. Und 9.745. Alles klar. Wo ist denn Vladi? Wir müssen den heiraten. Jetzt, wenn wir ihn mal brauchen, dann kommt er natürlich nicht. Okay, ich verkaufe wieder die Deko. Und 10.555. Und nochmal 2.000. Ja, not bad. Aber nicht krass. Ich lasse sie aber hier die Blumen ernten. Und wie viel kriegen wir für die Blumen? 840. Oh Mann, wieso fällt's wieder in Ohnmacht? Easy, hör auf. Geh einfach schlafen. Danke. Müssen wir jetzt echt Vladi suchen gehen? Müssen wir das jetzt echt machen? Ich will aber keine Zeit verlieren. Wir sind schon bei über einer halben Stunde und haben nicht mal 100.000 Simoleons. Das ist gar nicht gut. Vielleicht findet sie irgendwas Gutes im Müll. Aber sieht nicht so danach aus. Okay, wir haben hier im Inventar Sachen. 330 Simoleons. Aber wir haben noch 4 Schüsseln. Können wir wegwerfen. Und weiter geht's. Sie hat wieder hier ein paar Sachen. Und ein Laptop auch. Oh, okay. 2554. Nehmen wir. Und hier ist Unkraut. Ich muss das bei jeder einzelnen Pflanze machen. No. Hoffentlich bringt das jetzt richtig viel Geld. Und wie viele Blumen haben wir? Okay, die Rosen würde ich aber wieder anpflanzen. Weil ich glaube, die bringen viel. Was ich mich frage, wir könnten ja eigentlich so einen Gärtner hier holen, oder? Einmaliger Gartenservice, ja. Kostet ja nicht so viel, aber der übernimmt ein bisschen was an Arbeit. So, wir verkaufen die Blumen für 798. Ist nicht so gut. Wann kommt denn der Gärtner? Am Montag? Das können die nicht ernst meinen. Ich werde jetzt auf jeden Fall Vladi suchen. Wir suchen ihn. Wir müssen unbedingt heiraten. Wir brauchen dieses Geld. Hello, Vladi. Kann der jetzt mit zu uns kommen, bitte?
Wir haben Mikrohaus, der muss zu uns kommen. Wir nehmen Vladi mit und flirten ein bisschen. Vampir-Lebensstil loben. Vampir bekämpfen? Nee. Hä, der hasst uns? Entschuldigen? Der hasst uns jetzt noch mehr? Witz über Affen machen? Vampirwitz machen? Oh, wir machen einfach ein Selfie mit dem. Was ein schönes Bild. Jetzt sind die gute Freunde, glaube ich. Und jetzt können wir vielleicht flirten? Vielleicht nicht. Kompliment über Aussehen machen. Nimmt das an? Er nimmt's an. Wow. Erst ein Kuss? Nein, oh mein Gott. Oh nein, nein, no way, no, what, als ob das einfach so schnell geht. Ein wunderschönes Bild. Können wir, bitten, Freund zu sein? Ja, er ist unser Freund, sehr gut. Er freut sich auch sehr, super. Und einen Antrag machen, Heiratsantrag machen, schnell. Oh mein Gott. Es passiert tatsächlich. Okay, die sind verlobt. Das heißt, wir können auch sofort heiraten oder auch nicht. Sofort heiraten? Sofort? Wow, wie romantisch. Der Timer ist auch sehr romantisch. What is happening? Gelübde ablegen. Let's go! Eine Hochzeit! Easy peasy und bloody. Du hast die Bedingungen erfüllt? 10.000? Nur 10.000 Simoleons zusammenziehen? Nein. Nein, danke. Was eine schöne Hochzeit. Ich lasse ihn mal alles ernten. Er hilft uns. Oh. Der kann sogar manchmal cute sein. Ich muss los. Ja, wow. Okay, doch nicht cute. Ey, ich bin schon fast eine Stunde am Spielen und wir haben nicht mal 100.000 Simoleons. Das ist halt überhaupt nicht gut. Okay, sie ist fertig mit dem Ernten. Und wir bekommen dadurch 2.000 Simoleons. Ja, ich lasse sie wieder hier Deko suchen. Oh, ja. Gartenarbeit mag sie. Yes. Jetzt haben wir ein paar Rosen. Die bringen richtig viel Geld. Richtig viel. Aber deswegen will ich noch ein paar anpflanzen. Ich glaube, das sind ein paar Rosen. Ich hab's geschafft. Die Rosen sind da. Und jetzt muss sie alles anpflanzen. Das wird halt so krass lange dauern. Oh, die Deko muss ich auch verkaufen. So. Wir verkaufen schnell die Deko. Einmal 9.000, 5.000 und 2.000. Ist okay. Die Gärtnerin ist da. Ich hoffe, sie pflanzt auch die Rosen hier an. Kann ich ihr das irgendwie sagen? Nee. Hä? Oh mein Gott. Dankeschön. Danke, dass du das alles anpflanzt. Danke, danke, danke. Was? Sieht aus, als wäre alles fertig? Kann sie doch nicht ernst meinen. Wow. Jetzt kann Easy alles alleine anpflanzen. Wie viel würden wir für die Rosen bekommen? Ich sehe es nicht. 5.800. Aber wäre es nicht gut, wenn wir nochmal ein paar Rosen anpflanzen? Ich kann nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören. Weil ich halt glaube, dass sich das richtig lohnen wird. Was halt auch gut ist, jetzt hat sie auch Spaß beim Anpflanzen und so. Sie ist einfach eine Businessfrau. Sie weiß, wie man Geld macht. Sie muss die halt auch gießen. Und ich glaube, so ein Gärtner, der regelmäßig kommt, wäre nicht schlecht. Das mache ich jetzt auch. Service engagieren. Regelmäßiger Gartenservice. Yep. Ich glaube, die anderen Pflanzen sollte ich verkaufen. Die bringen nichts. So, ich glaube, so ist nicht schlecht. Ja, sehr gut. Dadurch kriegen wir auch so 1.000 Simoleons. Wann kommt denn bitte der Gärtner? Ich glaube, der kommt nicht. Hä, der Gärtner kommt halt echt nicht. Ich mache das nochmal. Geht's jetzt? Dienstag, 12.20 Uhr. So, wir wühlen hier weiter nach Frühlingsdeko. Wehe, sie pflanzt die Rosen nicht an. Die hat irgendwie 5 oder so angepflanzt und sagt, jo, das war's. Meine Arbeit ist getan. Sieht aus, als wäre alles fertig. So, wir verkaufen die Deko und wir bekommen ein bisschen Geld. Ein bisschen. Haben wir eigentlich noch Sachen im Inventar? Ja, oh. So, 1.200, okay. Ja, das war's auch. Also wenn die Rosen dann nicht krass Geld geben, I don't know. Das sind halt locker 2 Stück. Oh mein Gott, ich habe jetzt fast alle Rosen angepflanzt. Es fehlen irgendwie nur noch so 10, 20 Stück. Und guckt euch mal bitte das an. Was ist das? Feier den Geburtstag von Easy mit einer wilden Geburtstagsparty. Wieso wird sie älter? Oh Mann, Easy hat heute einfach Geburtstag. Was? Sie ist fertig mit dem Gießen. Sie ist fertig mit dem Gießen. Oh mein Gott. Was passiert denn, wenn ich Mega-Verkauf mache? Ich mach das mal. Erntet sie dann alles auf einmal? Nee. Auf jeden Fall 6.000 haben wir dazu bekommen. Nochmal Mega-Verkauf. Und nochmal 4.000. Und das war's. Wir haben 150.000 Simoleons. Es könnte sein, dass wir das nicht in einer Folge schaffen. Vielleicht werde ich mehrere Parts machen müssen.
Ich lasse sie aber auf jeden Fall hier weiter rumwühlen. Izzy ist älter geworden. Super. Dann verkaufen wir mal hier die Sachen. Dann kann sie wieder die Rosen ernten. 8000, okay. Und Mega-Verkauf, Mega-Verkauf. Okay, wir haben die 200.000 Simoleons erreicht nach 1,5 Stunden. Ich merke, mein Spiel ist ein bisschen am Laggen. Also es läuft nicht mehr so krass flüssig. Sie ist auch ein bisschen verbuggt. Also ich glaube, Sims ist überfordert mit den paar Rosen hier. Können wir uns irgendwas Gutes kaufen? Sie hat 3.300. Ich glaube, ich nehme sorglos. Hört sich gut an. Also irgendwie kommen wir nicht krass voran. Ich glaube, wir müssen uns Vladi holen. Ich glaube, Vladi muss hier einziehen und wenn sie hier rumwühlt, pflanzt er die Rosen an. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wo ist denn der? Kannst du mal herkommen? Dankeschön. Okay, er ist da, aber wir verkaufen erstmal die Deko hier. So, 10.000, nee, 20.000 Simoleons. Nicht schlecht. So, Vladi, möchtest du einziehen, zur Familie hinzufügen? So. Vladi ist bei uns und du darfst sehr gerne sofort mit dem Anpflanzen anfangen. Okay, ich habe jetzt alle hier wieder platziert. Oh mein Gott. Vladi verbrennt, oder? Oder hat er so ein Ding, damit er nicht verbrennt? Machtpunkte, der hat 0. Sonnenresistenz. Ich kann das nicht wegmachen. Was ist, wenn ich hier überall ein Dach platziere? Wäre das okay? Es sieht bescheuert aus, ja. Aber wenn Vladi dann weiter für uns arbeiten kann, dann ist es ja nicht schlecht. Wow. Oh mein Gott, was mache ich hier? So, die Deko wird wieder verkauft. Ja, 6000. Ein Dreamteam einfach. Okay, das dauert einfach unfassbar lange, bis die alles angepflanzt haben, dann gegossen haben, dann hier Ungeziefer oder was weiß ich entfernt haben, Unkraut. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute in der Familie. Aber Vladi hat es fast geschafft mit dem Anpflanzen. Was nicht schlecht ist, er ist auch irgendwie fast Level 10. Ich würde aber hier den Part beenden. Es dauert viel länger, als ich gedacht habe. Aber ich finde es eigentlich auch irgendwie cool, dass das jetzt länger gehen wird als eine Folge. Ich frage mich auch, wie viel wir dann mit den Rosen im Endeffekt verdienen werden. Weil, ja, wir haben ein paar Pflanzen hier. Seid auf jeden Fall gespannt. Die nächste Folge wird safe nicht langweilig. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!